Willkommen in meinem neuen Video. Spinnaker selber nähen. So einfach geht das. Während der Regatta segelten wir gerne unter Spinnaker. Das Bergen und Setzen des Spinnakers raubt uns aber immer ein paar Sekunden der wertvollen Regattazeit. Mit einem Spinnakerschlauch erhoffte ich mir da eine deutliche Verbesserung. Neu war mir so ein Spinnakerschlauch allerdings etwas zu teuer. Ein gebrauchter würde doch bestimmt auch seinen Zweck erfüllen. Bei eBay Kleinanzeigen fand ich einen, bis ich mich entschloss, hat 5 Minuten vorher einer den vor der Nase weggekauft. Also half nur selber nähen. Ich hatte da noch ein paar Meter Fallschirmseide hart im Keller. Die reichten mir gerade so. Die Länge des Spinnackerschlauches sollte identisch sein wie der des Spinnackers und leicht konisch nach oben sich verjüngen. Dementsprechend schnitt ich die einzelnen Teile zu. Die Teile wurden erstmal beiseite gelegt. Ich schnitt mir erstmal Streifen zurecht. Die brauchte ich dann als Seilführungsschlaufen für die Seile zum Setzen und Bergen des Spinnakers. Statt Fernsehabend ratterte jetzt wieder die Nähmaschine. Zum Leidwesen meiner Ehefrau. Die langen Striemen wurden gekürzt auf passende Schlaufenlänge. Die Schlaufen wurden aufgelegt. Genäht wurde mit dem Stich links zick, 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 rechts zack, zack, zack. Dann beginne ich jetzt mal die einzelnen Segmente zusammenzunähen. Damit das auch wirklich ein Schlauch wird, habe ich die 6,5 Meter komplett zusammengeschlagen und mit Stecknadeln fixiert. Jetzt wird genäht. Da die Fallschirmseite ein sehr rutschiger Stoff ist, besteht grundsätzlich die Gefahr des Verschiebens. Alles mit Stecknadeln fixieren ist wichtig und zusätzlich habe ich noch einen Nähfuß mit Oberantrieb. Dieser Obertransportfuß hat sich sehr gut bewährt bei ganz verschiedenen Näharbeiten und die gibt es bei eBay oder allen möglichen Anbietern für 20, 30 Euro. An einem Stück Altstoff zeige ich mal im Detail die Funktionsweise des Obertransportfußes. Knapp 7 Meter Bergeschlauch mal so in der Wohnung ausgelegt. Oh, das macht schon mal was her. Das sind die Schlaufen zum Hochziehen des Bergeschlauches, damit der Spinnaker freigesetzt. Als Trichter habe ich einfach den oberen Teil eines Eimers genommen. Oben wurde diagonal ein Gurt angenäht. Weil zu Ostern das Boot natürlich noch nicht im Wasser lag, habe ich einfach beim Schwiegersohn das mal ausgetestet.
Am Steg funktioniert das auch ganz gut. Ein richtiger Segelversuch wird noch stattfinden. Dazu war einfach noch nicht die Gelegenheit. Ich bin mir aber sicher, dass ich das in der Segelsaison 2022 mal hinkriege, auch zu filmen, und dann reiche ich das mal nach. Was ich noch hätte besser machen können? In den Schlauch selber ein paar Lüftungslöcher einnähen, damit er sich beim Verstauen besser zusammenrollen lässt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Film wieder.